Ja, hallo zusammen, hier ist der Fluxkommissar 70 mit einem weiteren Gastreplay und ihr seht richtig, Arty Time, jawohl. Ich mag auch Arty und hier ist der gute Smurf-CR3W-N01T aus dem Clan Tam Am. Ja, 10er Only Battle. Zeta Arty und zwar die Conqueror GC. Ein brachiales Teil mit der Fußballtank von 2018 und wir haben hier 6 Heavy, 2 mittlere Panzer, 4 TDs, 2 Lights, 1 Arty. Und zwar hier die dicke, grüne, wie im Fußball. Ja, auf Pilsen, Standardgefecht im Süden gestartet. Fragt mich nicht nach der Reload-Zeit von diesem Teil. Ich weiß es nicht. Und die zeigt schon wieder Prozent an. Ich werde blöde. Ich habe es eben geändert. Dieses Replay-Bug. Ich könnte wahnsinnig werden. Er hat zweimal die normale Granate. HI. 233,7 mm. Jawoll. Ein Dreier-Hit. Schönes Brett. Dreimal verteilt. 216, 236, 508. Auf die ganze Gruppe da. T110E3, 60 TB und nochmal ein T110E3. Das war ein netter Treffer. Ja, 1200 Damage, 59 Durchschlag, 12,2 Wirkungsgrad, zweimal dabei. Die Premium 22 Ball dabei, selben Werte, bloß der Wirkungsgrad 13,5. Und, jawohl, wieder ein Dreier. Volles Brett, 465 in den Super Conqueror. Dann das Objekt 277 mit 239. Und nochmal der T110E3, der noch nicht genug kriegen wollte. Nochmal 210 rein. Reloadzeit von diesem Teil. Keine Ahnung, ich habe nicht gegoogelt. Oh, die Dreiergruppe. Das ist ja herrlich. Gleich kommt was Schönes von oben, das sagt guten Tag. Jetzt. Und Bingo! Volles Brett. Eine 400er Reihe in die Gruppe. Ja, ein bisschen drunter und drüber, aber rund 400 Hit, würde ich mal so sagen. Ne? 3062 Damage schon. Und die bleiben da stehen. Die wollen noch mehr. Warum zeigt er denn wieder Prozent an? Hallo, ich habe das eben umgestellt. Ich habe schon im letzten Replay gemeckert. Jawoll. Erster Kill. T110E3 weg. Super Conqueror hat auch was abbekommen. Den hat wer anders sich weggenascht. Und zwar der E100 wahrscheinlich, so wie ich das sehe. Oder Objekt 430U, wo steckt es? Kann sein. Weiß ich nicht. 4:3 ist es. Das Objekt hat ja auch noch eine gekriegt. Gleich ist es soweit. Geschenke, Geschenke, Geschenke. Da kommt eine Litfaßsäule von oben. Vorsicht! Nur Splash-Schaden. Schade. Ach, das ist noch ein E100. Mit 17% kann man sich wieder selber ausrechnen. Was hat dieses Teil? 2800, 2900 Hitpoints. 500 oder was? Ich würde jetzt zu gerne mal umstellen jetzt. Das kann nicht echt wahr sein. Ich habe mich eben schon aufgeregt. Ja, herrlich. 508 auf das Objekt 277. Schlecker, Schmecker. Ich habe es doch gesagt, da kommt eine Witwersäule von oben. Granaten so groß wie eine Ariane 4 Rakete oder Ariane 5 Rakete. So, FV 4005. Wie viel HP hast du noch? Frage. Gleich hast du weniger. Bitte, volles Brett. Bitte, bitte, bitte.
Oh, zugegangen. Fies. Nicht wegfahren. Ah, schade. Schade, schade. Das hätte lecker geschmeckt. Zurück. Ja, ich weiß, ich hätte nachgucken sollen, was die für Reload-Time hat. Es ist lang. Das war knapp. Ja, war nicht ganz getroffen. Das fährt ja auch rückwärts. Da musst du stehen bleiben. Es kommt doch ein Geschenk von oben. Es wird 30 Sekunden, 40 Sekunden geladen, extra für dich. Dann nimm es doch entgegen. Kranwagen. Der mag auch ATs. Ganz bestimmt. Na, ob sie da reinkommt? Ah, andere Ansicht. Steht der da noch? Spotten bitte. Ein Spot bitte. Ja, der war noch da. Hätte er drauf bleiben können. Ah, jetzt. Naja, nicht ganz 321, aber immerhin eine verbrezelt gekriegt. 8 zu 8 steht es, 4918 Damage. Komisch, gar kein Spotting schon. Wie kommt's? Nein, kleiner Witz am Ende, am Rande, ne? Ja. Der gute Smurf, sage ich mal jetzt, ist auch aus der Gruppe World of Tanks Germany. Ist sein erstes Replay an mich. Also auch ganz neu auf meinem Kanal, wenn ich es nicht schon erwähnt habe. Ja, leider die Granate davor eingeschlagen. Muss man ein Schlückchen trinken. Prost. Ist nur Brause. Oh, beim Laden der Granate kann man sich einen Kaffee kochen. Oder ein Blumenbeet gießen. Oder Kinder zeugen. Gleich kommt das. Bitte, 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 bitte. Ja, komm her. Oh, 1%. Was ist das? 1%. 3 AP? Ich will Hitpoints sehen und keine Prozent. Ich könnte blöde werden. Ich habe das letzte Video auch schon 5-mal gesagt. Könnte mich so ärgern. Aber schöne Runde. Ich kann quasseln. Wir gucken uns die Reload-Zeit an. Oh, Bad-Chat. Ui, da ist er geplatzt. Und das Game ist zu Ende und wir sehen uns in den Stats. So, den sind wir bei den Stats angelangt. Ja, also der Name ist wirklich schwer. Smurf hier. Ich glaube, man muss Smurf nehmen. True. Ach, True soll das heißen. Smurf, True. No, nein, ja, das ist schwer zu sagen, rauszukriegen, aber die 3 ist ein E, also Smurf True soll das heißen, ne? Ja, ist auch egal, wir sind hier beim Ergebnis, Panzerass, und was für ein Panzerass, herrlich, Schläger, was für ein Schläger, ein Draufschläger, dann haben wir hier die Goros-Medaille und die gibt es für 10-fachen Damage als Hitpoints hat, ne? Die man hat. Dann gibt es diese Goros-Medaille. Gibt es, glaube ich, auch nur im Standardgefecht. Ja, dann 74.577 Credits und gewinnen muss man auch. Ja, XP können wir später. 20 von den Anleihen, Unterstützermedaille, aber wie verdient. Ja, Teamscore. 5.464 Damage, 1 Kill, 1016 Basic XP. Die hat einen Report. 12 Mal geschossen. Zweimal
Direkt getroffen, 22 mal Splash-Schaden. Alles natürlich über 300 Meter, das ist ja klar, ne? Und dann Damage ermöglicht den eigenen Mitspielern 1514 gefahren, nicht viel vom Startpunkt bis da auf diesen kleinen Buschwerk da, diesen kleinen Hügel 380 Meter. Dafür gab es dann 49.718 Credits. Und dann die Munition ist natürlich teuer. Die Premium-Munition macht ein Minus von 15.873. Ist zu verkraften für des Panzers und es war wirklich schön. Schöne, dicke Kellen. Ja, ich hätte natürlich den FV gerne gegönnt. So ein schöner Tausender Brett. Ja, ist egal. Ja, das Game hat 8 Minuten 40, halbe Distanz ungefähr. Und dann nehmt die Base-XP mal 2 für den Tagessieg. Und 3048 XP, 150 freie Erfahrung. Ja, Smurf True. Geiles Ding. Ja, ich mag Arti. Ja, ich hoffe, ihr mögt auch Arti. Ansonsten, bis bald. Ciao.